Und zu einer weiteren neuen Folge von Lutschis. Und zwar ist das jetzt dementsprechend April. Und da schauen wir mal rein, was es dort so Nettes gibt. Und mal gucken. Ich mach das mal auf. Habe ich nicht schon vorher aufgemacht. Dementsprechend macht es ja auch keinen Sinn. Ich weiß nur, dass es ein bisschen schwerer ist als letztes Mal. Und wie immer fangen wir so erstmal mit T-Shirt. Hobiton Summer Camp 37. Gucken wir doch mal rein, was das Nettes ist. Sieht doch eigentlich immer wieder schwarz. Ich hab eine weiße Katze, das ist. So. Dann gucken wir mal. So, das ist das T-Shirt. Was diesmal dabei ist. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, zu welchem Thema das so jetzt gehört unbedingt. Lass mal doch wieder hier rein, weil ich da ein bisschen, wenn ich das hier irgendwo jetzt hinlege. Überall weiße Haare von Katze und so. So, dann. Ah, okay. Weiß ich, was so schwer war und ist und Dings. Das ist die Netflix Squid Game. Okay. Hasse. Zeig das mal ganz kurz. Das ist die Tasse. Auf der anderen Seite ist nichts drauf, wenn ich das richtig sehe. Und seitlich sieht man noch mal ein bisschen Game-Geschichte. Wie man sieht, habe ich das so ein bisschen mit dem Licht jetzt ein bisschen geregelt, da, weil jetzt unter der Cam ist jetzt auch noch Licht. So. Dann haben wir Super Mario, was ist das? Made in China auf jeden Fall. Scheint so eine Art, so ein kleines Handtuch zu sein. Mario ganz groß. Ja, so ein Handtuch halt, ne? Damit das nicht viel Platz in meiner Box wegnimmt, halte ich das zusammen und wollen wir das Ganze nicht. So, dann wieder Harry Potter. Harry Potter scheint echt, glaube ich, im jenen Dings drin zu sein. Diesmal. Mal, wieso ist das so groß?
Okay, warum ich das frage, ist, ihr liest das da oben ja einmal mit Hermine Minifigur. Alles über Hogwarts. Das ist von Lego dementsprechend. Lego Harry Potter. Und schauen wir mal, was der Inhalt dazu ist. Okay. Ist noch geklebt hier. Jetzt kriege ich gerade das nicht raus. Das ist ein Büchlein, so wie es ausschaut. Ist noch was drin, ne? Okay. Versuchst du das mal vorsichtig. Mit meinen Fingernägeln, die ich erst geschnitten habe vor kurzem. War sehr. Okay, jetzt gehen. So, alles über Hogwarts. Ein Panini. Ganz kurz mal. Wie mache ich das jetzt? Also mal das und das. Und dann öffnen wir das Ganze. Das gleiche Bild. Okay, gibt es noch eine Anleitung. Und dann gibt es halt, wie soll man das machen? So. Dann gibt es halt dementsprechend scheinbar halt so kleine Fichten, Kräuterkunde. Raum der Wünsche wird dann dementsprechend noch irgendwie was. Dann gibt's ein Quiz dazu. Ja, den brauchen wir erstmal nicht so zeigen. Oben die Figuren habe ich schon. Dings, das baue ich vielleicht. Gucken, vielleicht auseinander oder nicht. Mich würde es interessieren, ob da nicht noch was drin ist, weil da fühlt sich so an, als ob da noch was ist. Nur ich weiß nicht was. Auf jeden Fall fühlt sich da noch das noch so an. Oder ist es wirklich nur reine Pappe? Ich vermute, dass es. Nee, da muss noch was, da ist noch was drin. Ja. Okay. Das war reine Pappe. Nichts gesehen. So. Ihr habt nichts gesehen. Ist der Sammelwert erstmal um glatte 10 Euro bestimmt gesunken? So. Oh, Magnet. Ah. Okay. So, und was haben wir noch? Was ist das denn?
It Begins hier. Batman. Das ist so. Ich hoffe, mal gucken, ob man das so. Doch hinten sieht man das schon im Endeffekt. Dass das ein bisschen. Das so rausgedings ist. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Doch, das sieht man, denke ich. Also, na, das ist so Art. Ein bisschen. 3D aussticht oder so. Ne, man sieht das dementsprechend, dass das halt ausge oder eingestampft ist oder wie man das auch so nennt. Wenn man sich aufhängt an der Wand, da sind nämlich Löcher oben an den Ecken, kann man sich an eine Wand hängen. Okay. Also schwerst war die Tasse, das war also das, was schwer war. Dann noch eine Postkarte dazu. Das mit dem Licht ist echt gut. Dass ich unter der Cam, unter dem Stativ von der Cam, noch das Licht. Also nicht nur über Bildschirm. Gut, dann gucken wir doch mal Lootbook April 2023. Da ist alles nochmal verzeichnet. T-Shirt, pack deine Sachen, es geht ins Sommercamp. Keine Sorge, für das zweite Frühstück ist gesorgt. Ah ja. So, Harry Potter Lego Buch. Genau, der Abenteuer von Harry, Hermine und Ron gehen natürlich weiter in der Welt von Lego. Hat übrigens einen Marktwert von 12,95 €. Dann Sporthandtuch. Mario plus Friends. Tatsächlich, es gibt auch die anderen Versionen. Ich zeige das mal kurz. Die bei euch drin sein könnten. Die bei euch drin sein könnten. So. Dann gucken wir doch mal. Wo haben wir denn? Ach, da. Also, Blechschild Batman, das hatten wir gerade eben gesehen. Postkarte dementsprechend auch. Und in der Plus ist dann dementsprechend diesmal die Tasse. Das ist diesmal in der Plus drin. Also zusätzlich drin. Wenn man entsprechend die Plus-Versionen hat. Genau, so. Dann war es das tatsächlich. Da ist nichts mehr drin. Das ist leer. Und ja, Ausbeute, weiß nicht, keine Ahnung. Aber Tassen, glaube ich, langsam wird langsam ein wenig, nimmt auch ein bisschen Übermaß, tatsächlich. Ich weiß nicht, wann so viele Tassen haben muss, unbedingt. Also ich habe die Serie übrigens geguckt, auf Netflix. Wie jeder andere wahrscheinlich auch, die Netflix haben. Aber, naja, war sehr gut. Das muss man sagen. Aber ob man da gleich eine Tasse haben muss, weiß ich nicht. So, dann danke ich fürs Zugucken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei der Luchis. Und bis dahin, wenn ihr gerade ein komisches Geräusch gehört habt, die Katze macht sich gerade an das Plastik ran. Und bis zum nächsten Mal. Also,
Tschüss, bis dann.